Berlin, ELA 2022. Wir sind hier für euch vor dem Airbus A380. Wir werden nachher nochmal reingehen. Wir werden die Sitze testen. Ja, das werden wir tun. Ja. 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 Ansonsten sind wir ja schon auf der ELA rumgelaufen. Du hast heute deinen ersten Tag. Es ist warm. Okay. Ich schwitze. Nein, aber wie gesagt, von Flugzeugen her ist wirklich nur der 380er in meinen Augen interessant oder der 350 Demonstrator von Airbus. Wer auf militärische Flugzeuge steht, der kommt mir natürlich zum Zug. Ich bin kein Militarist. Nee, ich auch nicht zwingend, aber wie gesagt, Lars hat schon recht. Eigentlich sind die beiden Highlights der A380 und der A350. Von Boeing ist ein Kriegsstar, kein 350. Kein 350X, ein bisschen wenig. Dafür umso mehr Militärtechnik, aber da bietet man die Sitze ja nicht aus. Das wird schon ein sein. Das ist richtig und nichtsdestotrotz kann man sich auch, wenn man sich die Flugzeuge anschaut, natürlich reingehen. Interessant sind vielleicht die Cargo-Maschinen noch. Ja. Selber war ja beim Lufttransportgeschwader 62 Grundstoff in der F-Staffel. War also interessant zu sehen, die A400M. Ansonsten schaut es euch an, wenn für Besucher hier offen ist. Aber denkt dran, es ist hier lecker warm und Sonnenschutz nicht vergessen. Wollen wir ins Flugzeug gehen? Wir gehen weiter. Leider musste Mario aus beruflichen Gründen weg und es hätte zu lange gedauert, bis wir in die Emirates-Maschine konnten. Also sind wir vorher gegangen, konnten also nicht mehr reinkommen. Aber das Intro war ja hübsch. Einfach kommentieren unten, wie ihr es gefunden habt. Des Weiteren, der Flughafen in Düsseldorf hat neues Sicherheitspersonal, eine zweite Firma gefunden, die das macht. Dann gibt es einen Pistenschaden in Hamburg, der unschöne Auswirkungen hat auf den Flugbetrieb. Dann gibt es bei Turkish Airlines Gerüchte um die 777X. Flughafen London Gatwick reiht sich in die Flughäfen ein, die ja, die Passagierzahlen limitieren. Auch eine sehr ungute Geschichte. Aer Lingus nimmt ein Flugzeug von Airbus. Ganz so dramatisch ist das jetzt natürlich nicht, aber eigentlich war es für Russland gedacht. Und dann haben wir für euch heute aus der Dealzone einen Deal in der Business Class mit Lufthansa nach Nordamerika. Und da wir das Intro ja schon hatten, gibt es an dieser Stelle kein Intro. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst uns ein Like da und ganz, ganz wichtig, kommentieren, kommentieren, kommentieren. Ich bin immer noch sehr dankbar, dass wir über die 2000 gekommen sind. Kann es immer noch nicht fassen. Darauf habe ich auch extra ein Glas Mineralwasser noch getrunken. Also danke, dass ihr uns so toll unterstützt. Das erste Thema, Düsseldorfer Flughafen, die Kontrollspuren. Wir erinnern uns ja an die 10 in Düsseldorf. Schlägerei gab es, glaube ich, nicht, aber man war da nicht weit von entfernt. Die Bundespolizei musste einschreiten. Deshalb hat der Düsseldorfer Flughafen in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei da Abhilfe geschaffen. Man hat eine zweite Firma jetzt beauftragt, da die Kontrollspuren zu bespaßen. Der zweite Dienstleister hat jetzt 3 Kontrollspuren, die er übernimmt. So sagt es die Bundespolizei am Mittwoch auf Anfrage. Die Neue Rhein-Ruhr-Zeitung hatte darüber berichtet, die zweite Dienstleister werden mit Ferienbeginn am Freitag seinen Dienst aufnehmen. Also sehr, sehr kurzfristig. Sehr gutes Ding, super, berichtet uns, wie es ist. Nach Angaben sind bereits 22 Aushilfskräfte im Einsatz, 40 weitere würden am Mittwoch ihre Prüfung bei der Bundespolizei ablegen und danach sofort eingesetzt, zusätzlich würden 60 gerade sicherheitsüberprüft. Also es ist schon nicht so einfach, den Job zu machen, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Schön, wenn das mit dem zweiten Dienstleister klappt, sollten andere Flughäfen auch machen. Pistenschaden, Flughafen Hamburg. Flughafen Hamburg hat bei einer Runway-Kontrolle, das haben wir übrigens bei der Bundeswehr in Wunstorf auch immer gemacht, ich bin morgens mit dem Bulli über die Piste gefahren, über die Flight geguckt und habe geschaut, ob da irgendwelche FODs sind, also Foreign Object of Damage, oder ob der Asphalt einfach kaputt ist. Und das ist wohl der Fall, weil der Beton
in dem Fall haben sie Betonpiste, aufgebrochen ist, musste der Schaden sofort repariert werden. Eine Sprecherin des Airports sagte, der Schaden sei am Mittwoch bei der Pistenkontrolle halt entdeckt worden. Es sei entschieden worden, dass sofort reparieren müssen. Der Reparaturtrupp sei im Einsatz. Wir gehen davon aus, dass Reparatur im Laufe des Nachmittags abgeschlossen ist. Flugzeuge mit Ziel Hamburg konnten nicht landen, also auch die Emirates nicht, ne? Ganz dumm. Es könnten auch Flüge gestrichen werden, Starts seien weiterhin möglich. So ist das, weil beim Aufsetzen auf dem Punkt, wo es ist, ist es halt so, wenn die Flugzeuge da aufsetzen, geht der Schaden weiter, abgesehen davon wird ja gerade repariert, kannst du also nicht landen. So einfach ist das. Wenn ihr in Hamburg davon betroffen seid, schreibt unten, sagt uns, was da los ist und wir freuen uns auf eure Berichte. Turkish Airlines 777X, das ist auch eine super Geschichte. Die Turkish Airlines bietet ja mehr Flugziele als jede andere Fluggesellschaft. Das habe ich auch nicht verstanden, warum, aber das ist so. Und sie haben dadurch halt ein wirklich sehr, sehr großes, flexibles Netz. Ein Drittel der Fluggäste sind neue Passagiere, weil andere Fluggesellschaften ihre Flüge eingestellt haben. Natürlich, wenn man über Istanbul überall hinkommt, macht man das auch. Der Flughafen Istanbul ist ja auch so eine Erfolgsgeschichte. Einige haten das Ding ja, weil es einfach so lange Wege hat. Ich persönlich finde es immer schön, wenn ich die Beine vertreten kann. Ich möchte aber keine politische Diskussion drauf machen, ob man jetzt türkisch fliegen kann oder nicht, weil, ne, ihr wisst ja schon. Und ob das Ding jetzt türkisch heißt oder Türk Havayolari, mir egal, Folklore, der Service ist gut, Do & Co. ist gut, also insofern geht das weiter. Im Vergleich zur Pandemie hat man jetzt das Niveau von 2019 fast erreicht. Kapazitätsniveau von 2019 will man sogar mit 5% übertreffen, aber jetzt kommt's. Und zwar geht es so, dass man bei den Flugzeugen die 787 hat, aber da gibt es ja einige Verzögerungen mit der Auslieferung der Flug zu beginnen. Das erwartet man auch und sonst erleiden sie halt, wenn sie den Flugplan vergrößern, finanzielle Ausfälle. Der 380er wird auch für Turkish Airlines leider nicht fliegen. Carsten Spohr wird da die Buden nicht los hin zu Turkish Airlines, weil sie einfach sagen, das lohnt sich für die nicht, im Gegensatz zu Emirates Airlines, die halt da sehr glücklich sind. Die 777X ist in der Flotte willkommen, wahrscheinlich, weil sie ja schon die 777 haben. Sie haben ja auch die 350er, sie haben ja auch die 787 und man sieht sich die 777X an. Und eins der wichtigsten Standbeine für Turkish Airlines oder Türk Havayolari ist halt Cargo. Wer Turkish Airlines fliegt, kann vielleicht auch ab 2025, die müssen jetzt natürlich bestellen, dann dauert es ein bisschen weiter hinten, auch den Flieger fliegen. Passagierzahlen gehen überall hoch. Ich bin auch gespannt, wie mein Flug morgen wird, wenn ich nach Riga fliege mit der Air Baltic ab Berlin Flughafen. Ich fliege wie immer Premium Economy. Wichtig ist bei der Premium Economy und als VIP gibt es keine Fastlane, gibt keine Lounge. Ich komme also nur mit meinem Priority Pass, gibt es ja auch nicht, muss ich Müll picken. Ne? Auf jeden Fall ist das ein Problem. Ich muss normal anstehen. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Aber ein Flughafen wie zum Beispiel Gatwick hat einfach gesagt am Freitag, dass man mitteilt, man soll im Juli maximal 825 Starts und Landungen erlauben. Das ist absolut krass. 850 will man erst im August haben. Ich hatte davon ja berichtet. Also es ist krass. Und man hat zwar 400 Mitarbeiter da bekommen, aber diese Capacity Restrainings sind halt wirklich skurril für uns als Passagiere. Hatten wir ja auch festgestellt, zum Beispiel Brüssel, als die ihn streikt haben, dann sind ja auch keine Inbound-Passagiere gekommen. Amsterdam hat ja ohne Streik schon keine Passagiere mitgenommen. Also es wird ein durchwachsener Sommer. Aber wir sehen halt die Flughäfen, dass dort etwas geschieht. Wo auch was geschieht, ist bei Aer Lingus. Aer Lingus hat einen Airbus A320neo genommen, der für die Smart Avia war. Und das ist der erste A320neo für Aer Lingus. Das haben die ja auch gepostet. Der ist in einen Paintshop gegangen. Man hat da wahrscheinlich die alte Farbe abgekratzt, die neue Aer Lingus Livery draufgekratzt. Und das Schöne für die Aer Lingus ist natürlich dann die Frage, was passiert mit der Kabine? Ist das eine Kabine, die so ist, wie sie erwartet wird, eine Aer Lingus Kabine? Oder ist das die russische Smart Avia Kabine? Da ist leider keine Antwort rausgekommen bis jetzt. Schauen wir einfach mal, was da noch kommt. Last but not least, Dealzone. Heutige Ausgabe Dealzone. Dealzone ist die Airfare von Helsinki über Frankfurt nach Chicago. Ja,
Buchungsklasse P, wie immer, Business Specials, ihr wisst es. Preis liegt bei 1580 Euro ungefähr, plus Steuern, da sind wir bei 1650 und ein bisschen. Die Restrictions gibt es auch, das heißt also, man darf outbound nur fliegen am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag und zurückfliegen dürfte man nur am Montag, Dienstag oder Mittwoch. Diese Inbound-Flüge, natürlich muss man auch ein Minimum-Stay haben, heißt also, man muss über Sonntag bleiben. Chicago ist eine geile Stadt, also insofern da kein Problem, finde ich zumindest. Und auch wenn Windy City nicht euer Ding ist, ihr könnt ja nach Wisconsin fahren oder sowas. Oder wer unbedingt möchte, kann ja auch dann irgendwo im Umland oder in eines der Premium-Outlets gehen. Ich bin ja in Chicago auch in den Premium-Outlets gewesen. Also super Geld sparen, super geile Sachen. Wichtig ist, dass wenn man sich den Preis anguckt, dass das der günstigste Preis ist mit der Lufthansa. Und maximaler Ticketaufenthalt ist 12 Monate, das hatte ich vergessen zu sagen. Wenn ihr bei Lufthansa Miles and More sammelt, gibt es 10.536 Meilen mit dem 1,5-Faktor und natürlich Statusmeilen nicht eingerechnet. SAS Euro-Bonus, selbe Meilenanzahl ohne Executive-Bonus. Wenn ihr es noch wissen wollt, vielleicht für Singapore Airlines, da gibt es 13.740 Meilen. Oder aber wenn wir Asiana nehmen, es gibt ja noch Leute, die bei Asiana sammeln, obwohl die ja so gut wie tot sind, da gibt es null. Also ganz wichtig aufpassen mit der Buchungsklasse bei Asiana, Air New Zealand, EVA, TAP und Aegean. Wichtig auch bei South African und Äthiopien gibt es immer null bei dieser Tarifklasse bei Lufthansa bei P, nur damit ihr es einfach gehört habt und nicht sagt, du hast es nicht gesagt. Danke, dass ihr heute dabei wart. Danke, dass ihr Frequent Traveler TV so schaut. Heute habe ich auch wieder jemanden getroffen aus der Sendung, der uns schaut und viele Grüße an dich und weiß nicht, darf ich den Namen nennen? Ich glaube nicht. Deshalb sagen wir auch nicht, wer es war. Aber wer es war, weiß, wer es war. Mario und ich, wir haben uns gefreut und nichtsdestotrotz abonniert, Glocke an, jetzt kommentieren und Like da lassen. Also danke und bis morgen in alter Frische. Mal sehen, vielleicht werde ich es aus Riga schaffen. Vielleicht in der Lounge wieder. Ihr kennt das ja. Hatten wir schon. Bis dann. Ciao.